So, mein Review ist ja quasi ongoing zur DJI Action 2. Filmt mich da wieder. Ein Freund von mir, der Zoran, hat sich nämlich einen Jeep Wrangler gekauft. Und wir nutzen das jetzt heute, die Situation, ein bisschen Offroad da im Wald. Eben Action 2, können wir vor allem Slow-Mo testen. Bin schon sehr gespannt drauf, aber wisst ihr, Safety first einmal, gell? Schauen wir uns gleich mal den Jeep an. Kurzes Fazit, bevor wir dann gleich noch zu ein paar Outtakes kommen, doch einiges schief gegangen, aber dazu gleich mehr. DJI Action 2, vor allem im Bereich Slow Motion. Ich finde die 4K 100 bzw. 120 FPS Clips, also vierfache Zeitlupe, von der Qualität wirklich hervorragend. Also für diese kleine Cam absolut geil, sehe ich in Zukunft definitiv mehr benutzen. Und sogar die Full HD 240 FPS, also achtfache Verlangsamung, die sind tatsächlich nutzbar. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Gimmick, das schreiben auf die Verpackung, klingt gut. Nein, sie gehen. Also klar, man sieht den Unterschied, keine Frage. Man muss vielleicht in der Post-Production ein bisschen mehr damit machen, ein bisschen nachschärfen. Trotzdem, man hat die Funktion, man kann einmal die schon fast super Slow-Mo gehen, wenn das notwendig ist. Und das ist einfach ein geiles Feature to have. Was sagt ihr? Sind die Full-HD-Clips zu gebrauchen? Sagt ihr sowieso, Full-HD ist schnell von gestern, braucht kein Mensch mehr? Keine Ahnung, Meinungen sind verschieden. Also rein in die Kommentare, interessiert mich wirklich. Zusätzlich dazu, wisst ihr, lasst mal ein Like da, unten subscriben. Hilft dem Kanal immer weiter. In diesem Sinne will ich jetzt gar nicht mehr lange aufhalten. Jetzt gehen wir zu den Outtakes. Wir waren da schon zwei Heute unterwegs. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ciao. Ja.